Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich habe hier erstmal einen Chanerg am Start. Und dann? Ja, dann zeige ich euch mal, wie weit mein kleiner Account nach 30 Tagen ist. Ich hab hier ein Update gemacht nach 7 Tagen. Und wie schnell die Zeit vergeht, jetzt sind es schon 30 Tage. So. Jetzt mal Chanerg hier einsacken. Event läuft, Event echt saftig. Okay. 1090 ist auch nicht schlecht. Hier. Die Feldforschung können wir uns auch abholen. Ein Ente. Also nicht jetzt, sondern hier. So. Da haben wir's. Ente. Oh, 1411. Ja, 1411 ist nicht so toll. Schreibt unten in den Kommentare, wie es bei euch so aussieht mit Ente. Habt ihr ein gutes? Danach geht es erstmal zum Penny und dann zeige ich euch, wie weit der so ist. Was für Legendäre er hat, wie viel EP, welches Level. Aber ich muss sagen, es kommt jetzt eine Menge EP auf ihn zu. Ich habe jetzt viele Freunde, 20 bis 30, die sind kurz vor der dritten Stufe, also nach 30 Tagen offensichtlich. Bringt ja 50.000 jeweils, mit Glücksreich sind das 100.000. Das sind dann einfach so 3 Millionen EP. Und dann natürlich noch das C-Day am Wochenende mit Envivir, auch dreifach EP. Also ich kann da jetzt nicht einfach 3 Stunden Glücksei durchlaufen lassen. So viele Glücksei hat er nicht, aber trotzdem dreifach EP. Also mit Glücksei wäre es einfach 6-fach. Also da kommt auf jeden Fall noch eine Menge EP auf ihn zu. Ich denke, auf 32 könnte er schon springen, einfach dadurch durch den EP-Bonus. Ja, was ist jetzt hier los, Ente? Will nicht drin bleiben. Also ja, da haben wir ihn. Auf geht's zum Penny. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ist sogar schon recht spät. Haben sogar schon gestreamt. Neues Update in Jurassic World Alive. Das ging auch krass ab. Aber egal, jetzt kommen wir zum Update vom kleinen Account. Ihr könnt es sehen. Level 29, über die Hälfte. Auf dem Weg zu Level 30. Ich laufe momentan mit Carpador, wegen der Quest natürlich für Mew, brauche ich ja 400 Bonbons. Und ja, es fehlt nicht mehr viel, dank dem Event natürlich, laufen eine Menge Carpador frei herum. Schön mit gelber Bär gefangen, 6 Bonbons. So, 200.000, 210.000 von 350.000, also fehlen noch 140.000, was kein Problem ist. Oh, leider laggt es hier ein bisschen, hängt es einfach. Wir können mal kurz in die Quest schauen. Wie weit ich bereits bin. Für die Celebi Quest 4 von 8. Ich muss noch mit Evoli laufen, aber ich muss erstmal mit Carpador zu Ende laufen. Da bin ich bei 6 von 8 bei der Mew Quest. Da fehlt, glaube ich, nicht mehr viel. Carpador entwickeln. Noch 10 Raids machen, also 7. Und dann war die letzte Aufgabe fabelhafter Curveball. Und 100 Pokémon fangen mit Berge oder sowas. 50, 20, irgendwie sowas. Also nichts Schwieriges. Das größte Hindernis ist eben das Carpador, aber wie gesagt, durch das Event kein Problem. Schauen wir uns mal die Statistik genauer an. Da haben wir, okay, Arjen, ist egal, da versuche ich keinen auf Gold zu bekommen. So, erstmal die Gesamt-EP, 1.860.000, jetzt in einem Monat ist, ich weiß gar nicht, ist es viel, ist es wenig, ist es Durchschnitt. Ein paar Goldmedaillen haben wir auch schon, der Rest kommt mit der Zeit. Ich habe, glaube ich, einen Drachen bisher gefahren. Oh, 9, stimmt. Dratini gibt es ja auch beim Event. Habe ich vollkommen verplant. Hier. Gesamt gefangen. 3000 Pokémon, 3072. 59 Eier gebrütet. 78 Pokémon entwickelt. Was ist denn sonst noch so interessant? 77 von 100 Kanto-Pokémon. Ja, Pokédex. Da kümmere ich mich gar nicht drum. 161 Kilometer. Von den Medaillen. Ja, hier Pokéstops. 991, kurz vor Silber. Das ist Silber? Wie viel braucht man dafür Gold? 2000, okay. Raids ist vielleicht noch ganz interessant. 31 bisher. Und 10 normale, das sind 41. Kommt ungefähr hin. Der freie jeden Tag und dann noch die freien vom Lowest Day.
Und ja, zeige ich noch ein paar von den Top-Pokémon. Ansonsten war es das eigentlich auch schon zu dem Kleinen. Wie gesagt, ah ja, die Freunde kann ich euch noch kurz zeigen. So. Und zwar haben wir natürlich jetzt dann ein paar am Start, die demnächst zum Beispiel die dritte Stufe erreichen und wie gesagt 50.000 EP bringen. Mit Glücksei dann 100.000. Ah ja, eine Woche. Also schon noch ein bisschen. Aber wenn es dann soweit ist, wie gesagt, dann kommen 2, 3 Millionen auf einmal rein. Nun ein kurzes Video heute. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schaut morgen im Livestream vorbei. Weil morgen Abend kommt ja Mewtwo als Raid Boss. Nicht bei uns, aber zum Beispiel in Amerika. Und dann können wir auch sehen, ob es den Shiny geben wird. Und welche Attacke er bekommen wird. Das alles morgen im Livestream. Aber wie gesagt, das war's von mir. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.